So, willkommen zurück zu Let's Play Luftfahrt 2. Wir haben die Ahnenhöhle hinter uns gebracht. Und jetzt kann es im regulären Abenteuer wieder weitergehen. Und als nächstes fahren wir nach Narcissus. Und ja. Mit dem Schiff dauert das ein bisschen länger, als wenn wir uns warpen würden. Aber so eine Schifffahrt ist auch was Feines. Und da werden wir jetzt auch endlich. Das Schiff ist irgendwie so klein im Vergleich zu einem anderen. Das sieht irgendwie ein bisschen unlogisch aus, aber naja. Wir müssen da ein wenig unsere Fantasie bemühen. Vor einigen Tagen tauchte ein Fremder auf und zerstörte alle Schiffe in unserer Stadt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch es war ein schreckliches Erlebnis. Das glaube ich. Hast du was zu sagen? Mein Schiff wird zerstört. Das ist mein Ruin. Oh, furchtbar. Was ist nun los? Was ist das für eine Flötenmusik? Ich muss gehen. Was zum... Und da gehen sie alle dahin. Hey, was geht da vor? Wo willst du hin? Norden. Ich muss zum Nordturm. Die Musik hat aufgehört zu spielen. Anna! Was geht hier vor? Ich weiß auch nicht. Alle jungen Frauen verlassen die Stadt und laufen nach Norden. Ich muss Anna folgen. Nur die Jungfrauen gehen. Das scheint mit der Musik zusammenzuhängen. Ja, denke ich auch. Aber ich bin noch hier. Vielleicht, weil du verheiratet bist. Also gehen nur die ledigen Frauen. Da geht etwas sehr Merkwürdiges vor. Die jungen ledigen Frauen verfügen über eine große Lebensenergie. Vielleicht ist es das. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. Augenblick, Decker. Ich komme mit. Das wird nicht nötig sein. Ich komme trotzdem mit. Ich will auch etwas von dem Heldenruhm abbekommen. Das gefällt dem Mädchen. Du hast auch schon eine Freundin in Tumble. Ja und? Warum heiratest du die Kleine in Tumble nicht? Oh Mann, ich kann mir diesen Schwachsinn nicht mehr anhören. Lass uns alleine gehen, Sven. Jo. Warte, Sven. Wir gehen alle zusammen, das ist sicherer. Ja, zusammen sind wir stark. Gut, dann kommt auch. Zwei Streithähne. Alle Frauen sind zum Leuchtturm gegangen, als wären sie wie hypnotisiert. Na, Nordleuchtturm, sag ich schon. Nordturm. Lulu ist auch fort. Keiner weiß wohin. Oh, furchtbar. Ach, ist keine Lust, die neu auszurüsten. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir gehen jetzt in den Nordturm. Ach scheiße, jetzt habe ich diesen diesen scheiß Cupido da mit dabei. Den will ich gar nicht haben. Na, oh, hier habe ich meinen Kapselmonster nicht auf die letzte Stufe gebracht. Na gut. Nehmen wir Hades. Gut, und hiermit wären wir im Nordturm. Und gleich laufen uns auch schon die ersten Gegner entgegen. Ein paar Dracoras, oder wie die heißen, aber wir sind ja kein Problem. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir die Frauen gerettet kriegen. Stirbt. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte mal
was gucken. Was habe ich denn hier für Früchte jetzt? Feuerfrucht. Muss man dem nicht irgendwie die Feuerfrucht geben oder so? Ich will den jetzt auf die 5. Stufe haben. Nee. Ich habe die passende Frucht nicht bei mir. Und wie ihr seht, können wir hier nicht lang, weil dieses Ding uns an die Wand bläst, aber wir können hier so oben dran vorbeilaufen. So, auf geht's in den ersten Stock. Und außer Monster ist hier nicht wirklich viel. Ja, und hier ist ein Geheimgang, wie ihr seht. Und ich glaube, den muss man mit einer Bombe aufmachen. Jupp. Dann kommt man hier hin, aber ich habe den Schalter noch nicht gedrückt, deswegen muss ich mich trotzdem erstmal rüber hakeln. So, und wenn wir da jetzt runtergehen würden. Ach, du willst es wohl nicht anders haben, was? Scheiß Gülleküken. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt so drauf haben mit dem Wasserring. Wie man schon unschwer von der Darstellung erkennen kann, sind diese Viecher natürlich anfällig gegen Wasser. Feuerfrucht brauche ich nicht. Ach Mist. Ich laufe natürlich direkt in ihn rein. Ach, macht das schön viel Schaden. Geh weg. Gut, dann töte ich dich halt, wenn du es nicht anders haben willst. Kein Problem. Du bist für mich keine Herausforderung. Und jetzt sind wir auch schon im 2. Stock sogar. Bombe, wo bist du? Ah, der will wir auch kämpfen. Dieser Amok-Krieger. Dann erfüllen wir ihm seinen Wunsch. So. Ah, Mist. Ja. Mache ich die erstmal hier alle irgendwie fertig. Oh, das macht bestimmt Schaden. Oh, krass. Silan, du bist einfach zu stark für diese Welt. Alle Gegner mit einem Zauber weggeballert. Und da haben wir den Schlüssel. Deswegen sind wir jetzt erst runtergegangen. Und da haben wir gerade die Säulen kaputt gemacht, damit er die Wand runterfahren kann. Und jetzt können wir da gleich hin, wo wir vorhin nicht hin konnten. Nämlich hier runter und dann können wir auch gucken, was hier in der Truhe ist. Der Eisring! Geil. Sehr geil, das lohnt sich doch. So, ich müsste jetzt alle Ringe haben, ne? Donnerring, Eisring, Wasserring und... wie heißt es? Feuerring. Ich nehme mal den Eisring, ich... hab irgendwie mehr ein Faible für Eiszauber als für Wasserzauber. So.
Ja, jetzt müssen wir zurück. Der ist wieder da, aber den bekämpfe ich nicht nochmal. Oh Mann. Ah, Mist. Versucht man sich schon vorbeizuschleichen und dann passiert immer wieder sowas. Habe übrigens festgestellt, jetzt wo ich so erkältet bin, rede ich noch undeutlicher als vorher. Das ist scheiße so. Aber wie gesagt, mir fehlt die Geduld zu warten, bis ich wieder gesund bin. So. Jetzt können wir hier lang. Kehrst du alle Platten um, geht die Türe auf, Dideldumm. So, so. Aber hier haben wir zuerst Kapselmonster Luft, die schließt sich an. Bitte gib Luft dir einen Namen. Kraus. Das nervt immer so, dass sie nur 5 Buchstaben lang sein können. Ja, was gebe ich denn Viech denn jetzt für einen Namen? Ja. Ich wollte zuerst Merkur oder Hermes oder sowas. Also der Götterbote. Aber das passt ja nicht. Von der Zeichenbeschränkung her. Also muss ich mir jetzt was anderes einfallen lassen. Du bist jetzt einfach Ernie. Der Name kam mir gerade irgendwie in den Sinn und irgendwie finde ich den geil. Ernie! So, wo muss ich jetzt nochmal zuerst lang? Links oder rechts? Ich glaube links. Ich glaube, das muss man wieder mit Bomben machen. Ich leg die mal hier zuerst so in die Spitzen rein. Macht das Sinn, was ich da gerade mache? Ich glaube nicht so. Ah, verflucht, Mann! Scheiße. Alles kacke geworden. Dabei kannte ich die Lösung mal auswendig. Das ist zu lange her. Ja, haha. Mein Gott, man muss nur sein Gedächtnis ein klein wenig anstrengen, dann geht das wieder. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich richtig gehe. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe da sowas im Gefühl. Oh. Und wie ihr seht, ist unser neues Kapselmonster irgendwie eine Art Fliege oder sowas. Jedenfalls nichts Tolles, nichts Großes. Wie habe ich das nochmal gemacht? War es hier einer? Nein, das war falsch. Mist. Lex, hört auf. Oh, was ist los? Wieso leckt das jetzt so? Das ist bestimmt Antivir. Das war ein krasser Leckel. Gut, ich speichere hier besser das Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.